Herzlich willkommen in der ersten Metze Power League. Rapid gegen Salzburg, Salzburg gegen Rapid. Mit dabei ist wieder Ending. Ja, grüß euch. Ja, man muss sagen, bei Rapid ist es das erste Boah. Spiel und hat es einen Neuzugang gegeben, den ihr eben noch nicht bemerkt habt, nachdem auch das Jetzt Cup-Spiel noch schon. nicht war. Ja, jetzt schon. Nämlich Brown ist noch gekommen zu Rapid, um die Defensive ein bisschen zu unterstützen. Ja, Notverkauf von Celtics profitiert jetzt Rapid davon. Rapid auf Platz 8, Salzburg auf der 6. Oh. Oh. Und Potsmann. Gefallen mir nicht die ersten paar Minuten. Ja, beide noch kein Gegentreffer, die letzten der Liga, die noch keinen Gegentreffer hatten. Bei Rapid, logisch, ist das erste Spiel. Oh, das tut weh, der Fehler. Oh, schön. Oh. Jetzt habe ich zu lange gewartet, bis der eine aufrückt. Oh, kein Abseits. Und da steht Hansson. Habe ich jetzt auch drauf gewartet, aber kam nichts. Ja, Minamino setzt hier ein Zeichen. Gegen den Spielverlauf eigentlich. Ja, vielleicht auch wichtig jetzt für die Salzburger, die dann ihr Spiel beruhigen können jetzt vielleicht. Gleich ein bisschen Schön, okay. stärker umhocken, dass er gleich verletzt liegen bleibt. Oh, schöner Push noch. Nein! Oh. Verstoß. Auch Glück gehabt. Was? Normalerweise bei so einer Spielszene kriegt man keine rote. Ah, vielleicht hat er noch kritisiert oder so. Das ist natürlich jetzt ein kleiner Rückschlag für Salzburg. Das war der psychologische Ausgleich für Rapid. Hier treffen nämlich auch die wirtschaftlich stärksten Mannschaften aufeinander. Kann man sagen. Kann man sagen, ja. Die mit dem Budget gehaushaltet haben auch. Ja, Rapid hat auch zwei Verkäufe gehabt, muss man dazu sagen. Zwei? Alter, nein.
Muss ich gleich noch eine Pause anpatzen. Habe ich das richtig gesehen? Geh doch scheißen. Jetzt läuft's nicht gut. Haidara verletzt. Der spielt sehr offensiv bei dir. Ja, jetzt wollen wir offensiv spielen. Bitte? Jetzt wollen wir offensiv spielen. Aber einer bleibt immer hinten, einer von den Zentralen. Nein! Wichtig noch die Abfälschung, glaube ich. Trotzdem spielt Salzburg noch gut mit. Oh, Jabo, steh auf! Ja, Alter, das war schon hinter der Linie, Alter. Goli, 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 Goli. So im Spiel. So, den Wechsel muss ich jetzt leider machen. Ist mir zu gefährlich. Ja, mit diesem Spielstand schiebt sich derzeit Salzburg auf Rang 3. Na, das machen wir so. So, probieren wir das mal. Der war abgefälscht. Jawohl. Was? Ich hab doch nicht gefault, Alter.
Nein, da doch. Jetzt aber. Nein. Boah, Götter. Ja, Alter. schön. Ah, genau der Schieber. Nein. Schön. Schön gemacht. Wichtiger Ausgleich. Alter, was war das? Oh, schön. Ja. Na, gekommen, Alter. Wo springen wir hin? Vielleicht bringt ihr ein bisschen Ruhe rein. Blaschikowski. Wichtig, Mann. Oh. Ja, schön, Schieber. Alter. Ja, wenn ich gekonnt hätte, hätte ich mal einen Brown Egg halten. Sehr gute Top-Partie auf jeden Fall. Aber jetzt! Das habe ich mir jetzt gedacht.
Habe ich schon kaum gesehen, dass der nicht hinkommt. Ah, Rase. Auf Blaschikowski. Nein! Nein! Yes! Nein! Oh! Top Chance noch! Nein! Yes! Alter, das war rot! Das war rot! Das ist dieser Doppel-Dings! Jetzt sind sie doch ein bisschen aufgewacht. Ah, ja, das. Mit dem hat man, glaube ich, fast nicht mehr gerechnet. Na, kann man nichts ändern. Oh, der war ganz schön knapp. Der war gut, dass das so lässig geknickt hat. Oh, der war schön. Na. Yes! Zeit, yes! Yes! Oh, der tut weh. Der Patzer tut weh und wurde mit der Höchststrafe. Nicht ganz verdient, muss ich sagen. Aber gut zurückgekämpft eigentlich. Ei, ei, ei. Ich glaube, jetzt brauchst du nicht mehr viel ändern. Ja, verdient aber. Gut gekämpft, das ganze Spiel war eine wirklich Top-Partie. Salzburg nimmt hier in Wien diese 3 Punkte mit. Zu 10 sehr stark gekämpft, kann man nichts sagen. Der Rapid in der ersten Halbzeit die Chancen nicht gemacht. Das hat sich auch dann natürlich bestraft. Ja, da haben sie ordentlich gedrückt. Aber Salzburg konnte dann in der zweiten Halbzeit den Schock auch noch verdauen, dass sie den Ausgleich bekommen haben und das Führungstor, also in Rückstand geraten sind. Jackie Chan Brown. Hä? Alter, was ist jetzt immer los? Ich verstehe das nicht. Ich habe jetzt gar nichts gedrückt. Ich auch nicht.
Na gut, ja, es will nicht so sein. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann noch rein. Bis dann. Ciao. Ciao.